Hallo Freunde in der Sonne und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11 hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt es von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Okay, die Höhle am Kap. Ah, hier ist ein Buch. Was haben wir da? Lehren des Tristan, Geheimnisse des Wassers. Wenn man nicht ganz bereit ist. Na toll. Sonst ist hier nichts. Na toll. So, da wären wir erstmal wieder an der Medaillenakademie. Und dann, kleine Planänderung, gehe ich doch erst nochmal in die Bibliothek, lese mir die Bücher durch, vor allem das, was mit dem Horrorhorst zu tun hat. Und dann geht's erstmal dahin. Gucken, vielleicht kriegen wir da ja noch... Moment mal. Und sagen, das ist doch das Symbol. So. Ein Blitzbrocken. Das ist doch irgendwas Tolles. Ah ja. Eine Akademieuniform. Schick, schick, schick. So, hier ist die Bibliothek. Dann gucken wir mal. Schülerverzeichnis. Das nächste Schuljahr, weil es zusammengestellt wird. Okay. Was haben wir hier? Es ist bald alles weg, was glänzt. Ah ja. Tief im Osten der Champs Sauvages, hoch droben im Gebirge, liegt ein abgelegenes Tal. Die Hiesigen nennen es den Horrorhorst. Denn hier nistet der fürchterlichste aller fliegenden Unholde, der Paradiesvogel. Wie viele seiner kleineren, vogelartigen Vettern zeichnet sich dieser Flatterich durch ein krankhaftes Interesse an Gegenständen aus, die funkeln und glitzern. Überall sucht er nach solchen Schätzen. Der ungeheuerlichste Vorfall, der sein diebisches Verhalten bezeugt, trug sich vor nicht allzu langer Zeit zu, als nämlich ein besonders aggressives Exemplar ein ganz in der Nähe gelegenes Herrenhaus überfiel. Die Bestie riss hierbei sogar ein Loch in das Dach des Gebäudes und verschwand mit einer großen silbernen Kugel. Im kostbarsten Erbstück der Adelsfamilie, die dort lebte. Große silberne Kugel. Ist das eventuell so ein Orb, den wir brauchen? Man vermutete, das Monster hätte die Kugel zum Horst gebracht, doch eine Expedition dorthin kehrte niemals zurück. Vermutlich wird man weder den Trupp noch den verlorenen Schatz je wiedersehen. Okay, ergo gehen wir da auf jeden Fall als nächstes hin. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier was Interessantes bei ist, eine Anleitung. Perfekte Picknicks für Mademoiselles, die auf Monstern reiten. Alter, das ist mir jetzt ehrlich gesagt. Kaffee mit drei Stück. Was? Ja, komm, egal. Drauf gepfiffen. Okay.
Aha, hochwertiges für den Hals. Ein Stern der Klarheit, eine Halskette der Immunität und ein Vollmond-Collier. Klingendes Collier, Philanthropen-Anhänger und Reif der Wahrheit. Schutzanhänger, Annullier-Amulett, Alter. Ja, meine Fresse, ey. Junge, das waren jede Menge Rezepte. Und was haben wir hier? Heute muss sein Glückstag sein. Ja. Okay. Lass mal das mal so im Raum stehen. Mhm. Eine mysteriöse Rose im Fenster. Oder mysteriöse Rose. Wie auch immer. Der sich am verfrühten Tod gefunden hat. Aha. Kalten, noch niemand weiß, worauf sie ihren Blick heftet. Mhm. Und Studierseelen, wo sind die denn? So, hier noch was. Da und zwei rechts hiervon. Die maximal magnifique Idee des Königs Chardemini. Hm? Viele, okay. Eine geborene Tochter, plötzlich lag nur das Glück eines anderen Menschen am Herzen. Bla bla bla. Mhm. Eine Idee. Ich will noch eine Schule in der jungen Dame von den Wundern der Mini-Medaillen erfahren. Aha. Da. Ah ja. Schnieke Schnittmuster. Schickes Outfit, schicke Weste, goldiger Gürtel. Gut, das dürfte gewesen sein. Hm. Und wo geht's denn hier lang? Oh Gott, das ist auch noch eine Quest. Moment, einmal hier lang, ne? Und dann hier links rein. So, was haben wir hier? Oh, Moment, ich gucke erstmal kurz in den Schrank. Nix drin? Lächerlich. Na oder was sollte eine Schnecke auch verstecken, ne? Ich habe niemand aus meiner Klasse darüber reden. Aber natürlich. Akademie-Uniform habe ich doch schon, oder? Glaube. Ah, habt ihr schon mal von Le Mini-Monde gehört? Das ist unser Schulblatt. Aha. Immer in Heimland. Ich traue mich einfach nicht, ihre Antwort zu lesen. Alter, echt jetzt? Könnt ihr die aktuelle Ausgabe von Le Mini-Monde für mich lesen und nachsehen, was Madame Cherie auf meine Frage geantwortet hat? Klingt an der Anschlagtafel in der Galerie über Monsieur Bedaliers Sturmstudierzimmer. Okay. So. Dann geht's hier wieder runter. Na komm, ich will hier hin. So, was ist das hier? Bla bla bla. Die Erinnerung von Yggdrasil aufbewahrt. Hallo, darf ich dich mal anfassen? Erinnerung an die bisherigen Erlebnisse des Lichtbringers wieder aufleben lassen. Ja? Mal gucken, was jetzt passiert. Ach so, Moment. Haben wir jetzt unterwegs? Ja.
Ach so, okay, damit kann man sich so die Zwischensequenzen nochmal angucken, okay? Gut zu wissen. So, und was war jetzt mit der Anschlagtafel? Bla bla bla. So. Nee, halt da nicht. Ach, egal, so. Komm, ich will zum Horrorhorst. Erstmal. Oder ist das hier die Anschlagtafel? Das sieht nicht so aus. Und dann ab zum Horrorhorst. Mal kicken, was das wird. Wie gesagt, die silberne Kugel, die da in dem Buch stand. Vielleicht war das ja ein so ein Ort, den wir brauchen. Gut, so, dazu muss ich jetzt hier gleich links über den Fluss. Da-da. Was ist das hier für ein Weg, der ins Nichts führt? Das erweckt doch mal ein Interesse. Vielleicht. Na, achso, doch. Hier kann ich lang, okay? Mhm, so, da unten ist Erz. Chapeau. Ach, hier kann ich holen. Oh, okay. Warum kann ich hier lang? Platin. Platin. Spiegelstahl. Okay. Dann wieder zurück. Oh, lass mich mal kurz. Ja, lass mich durch. Lass mich vorbei. Ich bin der Lichtbringer. Ich hab's eilig. Leuchtet hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Oh, da unten hat was geleuchtet. Das habe ich gesehen. Oh, das werde ich mir auch holen nach Möglichkeit. Aua. Ah. Moment, wo war denn das? Da vorne. So, muss ich mich heilen? Nö. Speichern kann allerdings nicht schaden. Na, einmal kurz. Zack, ja. So, schwupps. Überschreiben, jipp. So, zack und tschüss. Weiter im Text. So, hier einmal vorbei. Erstmal hier zu dem Glitzerzeug. Ein Spiegelstein. Na, guck mal einen an. So. Moment. Hier jetzt einfach. Einfach geradeaus. Geh mir nicht auf den Nerv hier. Nein. Nee, halt, hier bin ich falsch. Hier lang. So, hier hoch. Ist doch richtiger Weg, ne? Ja. Da ist der Horrorhorst. Zumindest laut der Karte. Na, gucken wir mal, was da. Ein Eschenburger Heller. Mhm. Alter, hier glitzert es aber ordentlich. Achso, ja. Wegen dem Vieh wahrscheinlich. Also entweder ist das von der Story dann so, dass das Vieh das ganze Zeug hier verloren hat, oder es findet uns, weil wir das ganze Zeug hier aufheben. Auch ein Feuerstein. Hallo? Zierlicher 2. Da gibt es halt auch noch was. Buschel Glimmergras. Hm. Hier entlang zum Horrorhorst. Betreten auf eigene Gefahr. Okay, Chef.
Dann wollen wir mal. Gut, der Horrorhorst. Ne? Eine der Kugeln muss sich in der Nähe befinden. Ha! Siehste. Das silberne Ding, aus dem, was im Buch steht, ist also eine so eine Kugel. Oh, komm mal her, hier. Ab, Baba. Ja, nett. Oh, da ist auch schon ein Lagerfeuer. Mhm. Nice. Okay. Ja, rasten muss ich eigentlich nicht. Speichern. Ah, komm. Ne? Es kann nicht schaden. So. Kann ich aber direkt den... Na komm. Spielstand hier übernehmen, den ich gerade schon überschrieben habe. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ja hoch zum Horrorhaus zu laufen. Von daher. So, zack. Komme ich hier hoch? Wie komme ich da oben ran? Ich will wissen, wie ich da oben rankomme. Augen ditzert. Will ich wissen. Oh Mann. Okay. Moment. Geht's hier durchs Wasser? Da ist die Kondor-Klippe. Ah, hier. Ah, mit den Dingern kann ich hier hüpfen, oder? Also da hochhüpfen. Let's keep at it. Nee, halt, Moment. Zauber. Einmal Krach. Bams, Junge. In your face. Für 500 Präventivschläge. Okay. Jo. Eine überlegene Arznei. Ui. Ah, spring doch. Blitzbrocken. Moment, komme ich hier hoch? Ich sehe nichts. Nee. Hä? So, ah, hier geht's rein, okay. Nicht ohne guten Grund betreten. Na dann. Aha. Yeah. Oh, da glitzert was. Das ist wahrscheinlich auch eine Falle, aber hey. Himmelsgebinde. So. So, hier durch. Na komm schon. Dann gibt's halt auch was. Ein Büschel Glitschkraut. Du weißt, wofür es gut ist. So, Moment. Oh, den Wasserfall werde ich nicht hochkommen. Ergo muss ich. Alter, echt jetzt? Ich muss hier wieder runter und. Oh. Hui! So, echt jetzt? Kann ich hier nicht einfach... Okay, kann ich. Und, nee, Moment, hä?
Müsste hier hochgeklettert sein. Okay, komme ich da auch hoch? Mal so als Frage. Kann man aussteigen? Nee, das ist belastend. Und das war's mit der heutigen Folge Dragon Quest 11. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt's bei mir von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. Und wenn ihr auch mal Bock habt, mich live zu sehen, dann schaltet doch mal ein auf twitch.tv/schule83. Dort bin ich meistens montags, mittwochs und freitags so ab circa 19 Uhr im Livestream zu sehen, wenn es meine private Zeit halt zulässt. In diesem Sinne, haut rein, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.